Es ist Weihnachten geworden, trotz allem. Es ist Weihnachten, mitten im Leben. Jesus kommt als kleines Kind, mitten in den zugigen Stall zu den wettergegerbten Hirten. Mitten unter uns ist das Reich Gottes nahe, so heißt die Botschaft Jesu. Und bei allem, fürchte dich nicht. Wir feiern diese Ankunft unseres Herrn, die Erinnerung und Vergewisserung, dass er bei uns ist. Wir feiern zu Hause und in der Kirche, zusammen mit anderen oder allein. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Weihnachtsevangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird,
Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen, gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Neue Mär, der guten Mär bring ich so viel, davon ich singen und sagen will. Euch ist ein Kindlein heut geboren, von einer Jungfrau auserkoren, ein Kindlein.
Seit 1976 malt die freischaffende Künstlerin und Grafikerin Beate Heinen jedes Jahr ein Weihnachtsbild, in dem sie die Weihnachtsbotschaft in die heutige Zeit hinein übersetzt. So sind über 45 Bilder entstanden, die in der Weihnachtszeit jährlich nicht nur im Kunstverlag Maria Laach als Postkarte, sondern auch in der Rheinzeitung abgedruckt werden. Beate Heinen, die in der Eifel in der Nähe des Klosters Maria Laach lebt und arbeitet, durfte ich schon persönlich kennenlernen und mit ihr eine Ausstellung gestalten. Sie hat mir erzählt, dass sie ein Jahr lang die Frage bewegt, wie Gott heute wohl in unsere Welt kommen wird, bis dann schließlich das neue Weihnachtsbild für das jeweilige Jahr fertiggestellt ist. Dabei sieht sie, inzwischen auch als Großmutter, die Welt immer auch mit den Augen der Kinder. Ihre Bilder sind farbenfroh, ja fast naiv. Und immer sucht sie den Trost und das Licht, das mit dem Jesuskind in die Welt kommt, inmitten der Krisen unserer Zeit. So erinnere ich mich an das Weihnachtsbild aus dem Jahr 2003, das Maria mit dem Jesuskind vor dem Hintergrund der eingestürzten Twin Towers in New York zeigt. Oder das Bild aus dem Jahr 2011, in dem sie die heilige Familie in die Atomkatastrophe von Fukushima hineingemalt hat. Letztes Jahr hat sie dieses Weihnachtsbild gemalt, das wir Ihnen jetzt hier in diesem Gottesdienst vorstellen möchten. Es hat den Titel Gott mit uns im Sturm der Zeit. Es verbindet die Weihnachtsgeschichte mit einer anderen berühmten Geschichte aus der Bibel, mit der Geschichte von der Sturmstillung Jesu. Die Wellen schlagen hoch über dem kleinen Boot, das wie ein Blatt von den Wasserwogen hin und her geworfen wird. Jesus, hier als Jesuskind dargestellt, schläft. Während die 12 Jünger, hier vorne Maria, die 2 Kinder, dahinter Josef, sowie junge und alte Menschen im Hintergrund, sich ängstlich um den Mast versammeln. Maria hält kaum erkennbar eine Kerze in der Hand, die inmitten des Sturmes ruhig brennt und warmes Licht verströmt. Um dieses schlafende Jesuskind und um die Kerze herum scheint es still zu sein. Sie bilden den Mittelpunkt des Bildes, sozusagen das Auge des Orkans, während der Sturm um das Boot herum weiter tobt. Maria und die beiden Kinder schauen auf das Kind und die Kerze. Die anderen Menschen starren ängstlich auf die Wellen. Beate Heinen hat dieses Bild im letzten Jahr inmitten der 2. Corona-Welle gemalt. Inzwischen erleben wir gerade die 4. Welle. Immer noch schlagen die Wellen der Angst, der Unsicherheit und der Sorge hoch. Das Bild will uns ermutigen, auf dieses Jesuskind und das Licht zu schauen. Jesus wird im Neuen Testament nach den Worten des Propheten Jesaja als der Immanuel beschrieben, als der Gott mit uns. Gott mit uns im Sturm der Zeit. Die Wellen schlagen hoch, super hoch. Da kriege ich es mit der Angst. Gott sei Dank habe ich sowas im realen Leben noch nie erlebt. Ich auch nicht, aber ich glaube, vor allen Dingen sind ja diese Wellen im übertragenen Sinne gemeint. Das glaube ich auch. Da kannst du Zustände in unserer Gesellschaft oder sogar dich selber in das Bild einzeichnen. Wellen brechen über dir zusammen, du fühlst dich haltlos. Krankheitswellen, Corona-Wellen, Beziehungswellen, Entlassungswellen, Sinnkrisenwogen, eine nicht enden wollende Arbeitsflut. Wohl dem, der da die Ruhe bewahren kann, der gelassen bleibt. Auf dem Bild fällt mir auf, die Maria, die hat ihr blaues Gewand über dem Kopf, genauso blau wie diese bedrohlichen Wellen.
aber ihr Gesicht ist so rötlich schimmernd und aus diesem Gesicht strahlt eine Ruhe aus. Nichts kann ihr etwas anhaben. Und sie hält eine Kerze in der Hand. Aber ich glaube, das Jesuskind ist wohl das wahre, die wahre Licht- und Friedensquelle. Und dieses rötliche Licht im Zentrum korrespondiert mit der roten Sonne oben rechts. Gott, die wärmende Lebens- und Lichtquelle. In Jesus findet sich das göttliche Licht wieder und strahlt in die Umgebung. Und die Folge? Eben keine Panik, no panic, sondern Ruhe im Zentrum des Sturms. Wir sagen das ja so bei Predigten am Ende öfter, der Friede, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Allerdings haben wir ja oft nicht das Gefühl der Ruhe, sondern wir sind mitten im stürmischen Leben, mitten im Leben mit all dem, was dazugehört. Genau, mitten im Leben. Und bei Weihnachten ist mir auch wichtig, dass wir uns an Weihnachten nicht nur so an ein vergangenes Heilsgeschenk Gottes erinnern, Jesus, das Gottesgeschenk, das auch. Weil ich glaube nicht, dass Gott einfach so irgendwann mal einen Moment in der Weltgeschichte hatte, wo er eben einmal den Hebel umlegt bei der Geburt Jesu oder am Kreuz Jesu. Ich glaube vielmehr, dass im Hier und Jetzt wir uns immer wieder bereit machen sollten, dieses göttliche Licht und diese Wärme immer wieder zu empfangen, die sich in Jesu Gesicht spiegelt. Und dass ich mich bescheinen lasse und das wirken lasse. Und dann merke, ja, die Stürme, manche sind selbst gemacht, wo ich zu hohe Erwartungen an mich selber habe oder ich habe anderen Ansprüchen scheinbar zu genügen und da zu merken, ich darf einfach sein und empfangen und es ist gut. Wenn wir das, was du beschreibst, immer wieder empfangen dürfen, dann bekommen wir Kraft und Mut für die kleinen Alltagsrettungen, glaube ich, an denen wir mitwirken dürfen. Das kommt aus der Tiefe. Da kommt aus der Tiefe die Kraft, die uns auch mal von uns selber wegschauen lässt und uns aktiv werden lässt, ob im Kleinen oder in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ich finde es nach wie vor zum Beispiel gut, dass sich unsere Kirche mit einem Schiff an der Seenotrettung im Mittelmeer beteiligt. Da gibt es die Wasserwellen, die Boote wirklich real kentern lassen. Menschen, die verzweifelt einer besseren Zukunft entgegenschippern. Manche haben es zu uns nach Bayern geschafft, leben unter uns, geflüchtet wie damals die heilige Familie. Allen gilt die Sonne Gottes. Genau, Gottes Sonne in diesem verletzlichen Kind, da scheint es auf. Und ich finde, das ist es doch, was wir an Weihnachten feiern. Mitten im Alltag, mitten in allen Wellen und Wogen, mitten in all dem, was keinesfalls perfekt ist. Mitten unter die Hirten. Unter die Jünger, unter uns, bringt uns dieses Kind die Zuversicht, dass Gott sich nicht so schade ist, uns auch in den unübersichtlichsten Situationen beizustehen. Das Kind bringt Ruhe ins Boot. Es bringt Ruhe und eben diesen Frieden, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Für die Menschen wird das Wirklichkeit, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Amen. Amen. Thank you.
Wir beten. Heiliger Gott, hell hast du diese Nacht gemacht. Als Jesus zur Welt kam, hast du dein wahres Gesicht gezeigt. Liebe und Licht leuchteten auf in der Dunkelheit. Du hast gesprochen, fürchtet euch nicht. Lass uns hier in deinem Licht leben. Mach uns mutig, dass wir deine Botschaft zu den Menschen bringen. Wir denken vor dir an alle, die sich fürchten, die Angst haben vor Krankheiten oder der Medizin, die sich um Arbeit und Wohnung sorgen und um etwas zu essen. Sei du ihnen nahe und hilf uns, für die Mitmenschen da zu sein und ihnen zur Seite zu stehen. Und sei du uns selbst nahe, wenn wir ängstlich sind und nicht wagen, uns darauf zu verlassen, dass du zu uns kommst, ohnmächtig und liebevoll, stärkend und nicht zu bremsen. Sei uns nahe, Herr. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir jetzt in diese Nacht gehen, dann gehen wir mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.